Beim Judo ist es halt schon so, dass man alles braucht. Man muss schnellkräftig sein, man muss eine gute Maximalkraft haben und muss technisch gut sein und kämpfen können. Und wenn man ganz oben mit dabei sein möchte, muss man sich auch richtig dafür anstrengen. Es ist jetzt nicht so, dass ich garantiert gegen jeden gewinne, aber ich kann auf jeden Fall da mitmachen. Laura Vargas-Koch, WM-Zweite. Die Nummer 2 der Judo-Welt lebt auf den Judomatten in der Welt. Gerade vor Olympia reist sie von Trainingslager zu Trainingslager. Dadurch, dass man ja eine Zweikampfsportart macht und halt gute Trainingspartner braucht, sind wir viel unterwegs und trainieren halt im Ausland mit anderen Nationen zusammen. Mir macht es total viel Spaß, wenn man halt auch ganz viele Freunde international hat und sich halt immer wieder natürlich die gleichen Leute im Training immer wieder sieht. Natürlich kämpft man dann beim Wettkampf halt gegen die Leute, mit denen man sich teilweise auch im Training sehr gut versteht. Aber also da sind eigentlich die meisten so fair oder so, stehen da drüber und können dann halt da richtig kämpfen und danach versteht man sich trotzdem wieder. Zu Hause ist Laura selten. Zu Hause ist für die gebürtige Berlinerin seit einiger Zeit in Köln. In einer Wohngemeinschaft mit zwei weiteren Judoka, ganz nah am Trainingszentrum. Hier wird gemeinsam gekocht, gebacken und viel gelacht. Eine ganz normale WG, oder? Ja. Nur, dass wir joggen müssen. Den ganzen Tag. Hier lernt Laura Vargas-Koch fürs Mathestudium. Nach dem Bachelor schreibt sie ihre Masterarbeit über algorithmische und diskrete Mathematik, will später noch promovieren. TVI-AI minus und jetzt sozusagen diese Allokation. Gerade für Athleten wie Laura, die studieren oder eine Ausbildung machen und nicht in einer Sportfördergruppe oder bei der Bundespolizei abgesichert sind, wurde 2011 die Elite-Plus-Förderung als höchste Förderung innerhalb der Sporthilfe eingeführt. Ich finde super, dass es die Elite-Plus-Förderung von der Deutschen Sporthilfe und PwC gibt. Das ist natürlich eine Riesenunterstützung. Also das sind 1.500 Euro pro Monat. Das ist für mich wahnsinnig viel Geld. Bis zu den Spielen steht vor allem der Sport im Fokus. Bei den Judoka heißt das Randori, also kämpfen. Im Training gegen alle Alters- und Gewichtsklassen und auch gegen Männer. Bei den Spielen in London waren 33 Elite-Plus-Athleten dabei und haben 17 Medaillen geholt. 2016 in Rio möchte Laura Vargas-Koch diese Erfolgsgeschichte gerne weiterschreiben.